Willkommen zurück zu Grim Dawn. Beim letzten Mal haben wir, wir waren in dem Dorf, das wir quasi befreien sollten von diversen Dämonen. Und sind halt da nochmal ein bisschen zurückgegangen. Hier in das Dorf, wo waren das, hier Außenbezirk von Burwich. Wir waren noch schon in Burwich selbst, genau. Rift im Dorf von Burwich. Da haben wir uns durchgekämpft und sind da nochmal zurückgegangen, weil wir uns dachten so, ja, wir haben ja noch Quests in einer anderen Richtung. Hihi. Und ja, dementsprechend sind wir da nochmal ein bisschen zurückgegangen. Jetzt können wir, glaube ich, so ungefähr so bei Burwich bleiben, auch wenn wir halt hier auch noch einen Schmied suchen müssen und so. Das wird alles noch ganz lustig, glaube ich, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Wir kämpfen uns einmal durch und dann mal weitersehen. Hier ist auf jeden Fall Rambazamba. Hallo! Ja, ich bin ja gerade erst wieder im Spiel, ne? Und ich bin schon wieder fast tot. Wo waren... Ach ja, F1 war meine Taste zum Heilen. Genau. Ja. Ich muss halt jetzt auch gerade mal wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Hab mal wieder eine Woche nicht gespielt. Und ja. So wie das halt immer so bei mir ist. Man vergisst ja dann doch mal so ein bisschen die Steuerung. Ja? Ich meine, so schlagen, treten, springen kriege ich immerhin. Aber, darum geht's ja hier nicht. Dummerweise. So. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier sowieso einmal im Dörfchen um. Gucken mal, was gibt's denn hier? Und wer ist Paul? Und ja, ich habe ja auch in der Zwischenzeit schon so ein paar hilfreiche Kommentare von euch bekommen, die ich mir doch schon bei Zeiten zu Gemüte führen würde. Einiges ist mir zwischendurch auch schon selbst klar geworden, wie zum Beispiel die Essensration, was die halt letztendlich bewirken und so. Trotzdem, ne, danke für die netten Tipps. Weil, ne, anfangs stehst du halt natürlich da und denkst du so, was ist das für eine gelbe Leiste, die hier zurückgeht, wenn ich mich heile und, dass die sich auffüllt durch die Essensration, habe ich dann halt irgendwann auch gemerkt. Ich kann aber wahrscheinlich nicht weiter kommentieren. Aber ja, es passiert ja hier so viel, das kannst du gar nicht alles kommentieren. Das geht ja gar nicht. Ja? Du kannst ja nicht mal Hugo, dem Skelett hier, guten Tag sagen und sagen so, hey, das ist lieber Bratwurst oder doch lieber eins aufs Maul? Geht ja nicht. Es passiert ja so viel. So, hatten wir jetzt ein Level Up? Ich glaube, wir hatten jetzt ein Level Up. Siehst du, es passiert so viel. Du weißt gar nicht was und warum. Ja, ich habe mir zwischendurch halt auch schon mal so grob halt angeguckt, wenn man denn einen Todesritter spielen wollen würde, ihn vernünftig, dann ist meine Skillung, die ich hier ausführe, voll für den Arsch. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich skill mich erstmal so, wie ich halt lustig bin und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Frage ist halt, was will ich jetzt killen? Ich habe ja keine Ahnung. Also etwas, das mich im Nahkampf doch schon voranbringt, ist ja an sich nicht so verkehrt. Jetzt ist halt nur die Frage, was und wie und wo. Man könnte jetzt natürlich hier den Soldaten auch weiter skillen. Da hätten wir hier auch irgendwann Punkte, die uns voranbringen. Ich weiß es nicht. Das ist für, wenn das Leben unter 33% sinkt, das ist an sich nicht verkehrt. Stärkkräftigung des Körpers gegen die Nöte des Krieges. Okay. Gibt Konstitution und Leben auch nicht verkehrt. Das hier oben war Markovians Vorteil. An Benutzungswahrscheinlichkeit 179 bis 75 Schaden, halt je nachdem, was wir halt haben. Also 128% Haupthandschaden plus 25 physischen Schaden plus 15% auf alle Schadenstypen. Okay, wie funktioniert das genau? Der berühmte Taktiker Markovian brachte sich immer so in Stellung, um von einer höheren Position aus zuzuschlagen. Inspiriert durch Markovians Schlachtfeldtaktik wird bei diesem klassischen Angriff ein Abwärtsschlag ausgeführt, der Feinde aus dem Gleichgewicht bringt und ihre Verteidigung schwächt. Kann sich bei allen Standardwaffenangriffen aktivieren. Okay. Also eine passive Fähigkeit, die an sich nicht so verkehrt ist, würde ich mal sagen. Ne? Packe ich mal alle Punkte rein. Auch wenn ich hier eigentlich schon, ne, noch die Punkte hier bis zu 5 halt eigentlich auch reinpacken wollen würde. Aber gut. Dann müssen wir hier noch was skillen. Was wollte ich denn hier viel skillen? Ich glaube, ich wollte hier in Finesse.
Ja. Ja. Raffinesse wollte ich hier. Okay. So. Dann gucken wir uns jetzt hier mal weiter um. Um zu gucken, was und wie und wo. Und da liegt noch irgendwelche menschlichen Überreste. Das geht ja nicht. Ich habe auch mal wieder viel zu wenig Skelette. Wir haben schon wieder alle frühzeitig Feierabend hier. Was soll denn das? Ist doch so. Ich habe die nicht fürs Feierabend bezahlt. Genau genommen habe ich die gar nicht bezahlt, aber... Nee. Sie dürfen froh sein, dass sie noch auf Erden wandeln. Immer positiv sehen. Okay. Muss ich gleich aber rein, bevor ich da irgendwie was machen kann. Nebenbei habe ich hier immer die Karte im Blick. In der Hoffnung, überhaupt irgendwie was Neues zu sehen oder so. Irgendwas, was mir auffällt. Auch so questtechnisch mäßig und so. Wäre nicht verkehrt. Ja, und aber gut rein, die Idee. Der Bus hier. Finde ich ja nicht gut. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich bin daher eher der Fan von nicht so viel reinhauen. Also mir gegenüber. Ja. Im Gegenzug kriegen die natürlich halt alles, was sie kriegen können. Alles, was ich austeilen kann. Ich habe natürlich keine Skelette mehr. Wo sind die schon wieder alle hingewiesen? Die waren einfach weg. Einfach so. Haben nicht mal Bescheid gesagt. Hey, wir machen den Feierabend. Tschüss. Ja, also in der Todesritter oder halt in den Death Knights gelungen sind die Skelette halt auch gar nicht vorgesehen. Gemessen an dem, wie schwach die Skelette so ein bisschen im Verhältnis sind, kann ich das fast nachvollziehen. Ja, aber wir können auch die Skelette noch eine ganze Zeit lang skillen und wer weiß, was da noch alles kommt. Ich bin ja grundsätzlich so ein Fan von lass mal Skelette auferstehen und so. Ich mag sowas, ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch noch weitere Kreaturen, die ich beschwören kann. Von daher... Ich würde schon so ein bisschen mehr so meinen eigenen Todesritter vielleicht daraus basteln. Ich weiß auch nicht. Der vielleicht nicht das Effizienteste ist, aber naja. Den kümmert schon das Effizienteste. Soll Spaß machen. Oder so. Habe ich gehört. Weiß nur noch nicht von wem. Jo, dann. Da unten ist mein Portal. Und sonst sehe ich jetzt hier nicht so wirklich irgendwas, was ich jetzt unbedingt tun wollen würde. Da hinten ist halt so ein Gebiet, wo ich hin müsste, ne? Dann gehen wir da mal grob hin. In Hoffnung, da auch hinzukommen. Heile, wohlgemerkt. Gehen wir mal hier lang. Ah ja, da war ja das Feuer. Ich bin doch hier durch irgendein Haus gegangen, oder? Gehen wir halt hier lang. Da ist noch eine Falltür. Hallo. Wurde auch geschrieben, ne? In irgendeinem anderen Haus war eine Falltür, die ich übersehen habe. Glaube ich. Was ist die Falltür übersehen? Glaube ja. So, in diesen anderen komischen Dörfchen da. Ah ja, was ist hier? So, was gibt's hier Feines? Überreste, Überreste und nichts als Überreste. Also, im Ernst, es gibt hier sonst nichts, ne? Zeug und zerbrochene Magnetstein. Uiuiuiui. Naja. Okay. Achso, hier geht's noch weiter. Achso, okay. Ja, gut, ich habe nichts gesagt. Hier sind ja noch mehr Tote. Jetzt die komischen rattenähnlichen Viecher, ne? Und jetzt sowas.
Ist ja eine Falltür voller Überraschung. Und Schokolade. Ach nee, Moment. Schokolade gab's ja nicht. Dummes Spiel, es gibt nur Schokolade. Keine Kekse. Sauerei. Nee, im Ernst, das geht auch nicht. Schießen die Feuerbälle gegen die Wand und merken nicht, dass es nichts bringt. Könnte vor mir sein. I can't do that yet. I can't do that yet. Du mich auch. Geht doch. Hier geht's anscheinend wieder raus. Ne? Ich war jetzt vielleicht hier noch nicht fertig. Ich will da vielleicht nochmal rein. Oder war ich jetzt hier fertig? Da guck mal, hier liegt doch noch was. Zeug. Jede Menge Zeug. Ich bin hier für Zeug. Und hier wurde jemand geopfert in einem Salzkreis. Oder Kreis aus Zeug. Was weiß ich. Und pulverig, malerig. Ach, ich hab keine Ahnung. Eine Brücke in der Mauer. Da war eine Brücke in der Mauer. Was liegt hier noch? Ein Toter. Mit ganz viel Zeug. Mit ganz viel Zeug. So, und dieses ganz viele Zeug ist... vielleicht gar nicht mal so kacke. Senkt halt Schaden pro Sekunde, aber die Angriffsqualität steigt. Und alles andere steigt eigentlich auch ganz ordentlich. Ja, nehmen wir mal mit. So, das hier... irgendwelche komischen... Das ist ein Foliant. Ach so, für die Nebenhand. Okay. Das hier... Raffinesse sinkt dadurch wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ne, steigt sogar noch. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, durch die 4% Raffinesse wäre halt mehr, aber... Nö. Ja, dann können wir das tragen. So, was haben wir noch? Irgendwas vom Wert hier? Irgendwas, wo man sich sagen würde, so, wow, das würde ich auch vielleicht mal mitnehmen. Nö. Mir wurde auch geraten, dass ich die ganzen Komponenten und sowas einfach mal in der Truhe bunker und sowas, weil da wohl so viele noch dazukommen und, na, halleluja, sollte ich echt dann wahrscheinlich mal tun. Ja. Das muss, ne? So, jetzt wollen wir immer noch zu dem ein auffälligen Ding da hinten nehmen. Deswegen bin ich ja irgendwie hier in die Richtung gegangen, ursprünglich. Hier können wir aber auch noch lang und mal gucken und Karte erkunden und so. Was haben wir denn hier? Da hinten leuchtet was? Kultistenbefehle. Lesen wir doch mal den Schmarrn hier. Brüder des Blutes, die ätherische Präsenz in Burwich wird mit jedem Tag, der vergeht, stärker. Wir verlegen unsere Operation hinter die Stadtgrenzen, wo wir ungestört mit unseren Plänen fortfahren können. Wir konzentrieren uns jetzt auf Devil's Crossing, wo unser neuer Agent, die Reni, ihre Wasserpumpe erfolgreich sabotiert hat. Bald wird diese lästige Gruppe gezwungen sein, aus ihrer Zufluchtsstätte zu fliehen, und dann werden sie uns ausgeliefert sein. Macht euch bereit, Brüder. Bald werden wir ihr Blut trinken. Salazar Trutons Klinge. Okay. Wir haben einen Hinweis darauf, ne? Unter anderem, wer dieses Wasser sabotiert hatte, was wir noch fleißig repariert hatten. Wir haben Wasser repariert. Weiß Bescheid. Mein Hirn funktioniert. Das ist ein Dauerzustand. Ist so. So. Kommen wir überall dahin, wo ich hin will? Nein. Dann müssen wir wohl hier durch die sümpfigen Sümpfe nochmal irgendwie dahin, oder auch nicht? Ja, das kann heiter werden. Oder Eiter. Bei den ganzen Untoten kann das auch Eiter werden. Ist dann aber auch nicht weiter schlimm. Entschuldigung.
Aber Geräuschwald muss auch ja mal so alle paar Tage mal, Stunden, Minuten, wie auch immer. Weil, ne, in Deutschland geht ja jetzt mal wieder so eine kleine Erkältungswelle umher. Und mich hat es mal wieder auch getroffen. Was eigentlich relativ untypisch ist. So oft bin ich nicht erkältet, aber ich hatte ja neulich auch schon so extra Husten. Naja, was soll's. Jedenfalls, ne, sitzt halt dann da und denkst dir so, jo, was, diese, brauche ein Stück Dynamit. Ja, nee, das hab ich nicht. Ich habe kein Dynamit.